Standhalten, Männer! In die Schlacht! Deswegen war es gut, dass ich Zwerge genommen habe. Auf mein Zeichen. Und los! In die Schlacht! Geht weg! So, hier ist ein Diener der Tiefe, den wir suchen müssen. Für die Erdenklinge. Ja, such nach einem Diener der Tiefe. Haben wir gemacht. Mit dem wir uns auch unterhalten können, mal. Es ist lange her, dass ein Abgesandter der Völker uns aufgesucht hat. Ihr seid keine einfachen Elementargeister. Wir sind die Diener der Tiefe, die Schmiede Nidhalfs. Vor langer Zeit dienten wir den Zwergen dieses Landes. Für sie formten wir die mächtigen Klingen der Erde. Aber ein Streit brach unseren Bund und brachte einen Fluch über das Land. Könnt ihr eine Erdenklinge für mich formen? Wenn ihr den Preis dafür bezahlt. Unter dem Befehl des Zirkels brachen die Zwerge unseren Bund und schürften an Stellen, die ihnen verboten waren. Sie beschworen den Zorn der Felsen herauf. Und wurden vernichtet. Bevor wir den Völkern wieder dienen können, muss dieser alte Fluch bezwungen werden. Ihr müsst euch dem Zorn der Felsen stellen. Darüber hinaus erfordert die Fertigung der Klinge viele seltene Metalle. Es wären wohl 300 Brocken eures Eisenvorrats dafür notwendig. Ja, damit warten wir erstmal doch. Bringt 300 Eisen zum Diener der Tiefe. Um die Erdenklinge zu spielen, benötigt der Diener der Tiefe viele Metalle. 300 Eisenbrocken sind nötig, um die erforderlichen Metalle zu gewinnen. Ja. Gut, den lassen mir wir nach. Allerdings erstmal noch in Ruhe. Wurden wir hier wahrscheinlich mal wieder angegriffen oder hier? Wow, hier haben sie sich aber gut ausgetobt. Oh, ich kann schon wieder erhöhen. Noch mehr von denen. Und noch mehr von den Pfadderinnen. Für was braucht man als 11 Darkkämpfer? Ganz ehrlich. Ja, vorwärts! Folgt mir! Schnell! Zu den Bögen! Wobei ich vielleicht lieber ein paar weitere Windschützinnen machen sollte. Um mehr Einfrierungskraft zu haben. Bereit! Und los! Mir nach! Schnell! Schnell!
Sofort! Die Linien müssen halten! Vorwärts! So viel Kleidvieh. Ja. Mir nach! Fort, fort mit euch! Zum Angriff! Wohin soll ich gehen? Gucken wir mal kurz, wo der Weg hinführt. Ich mit meiner Hauptarmee mal wieder in Richtung Base gehe, dass wir hier noch platt machen, diese Aufnahmesession. Riesenkäfer, noch Minotaurus. Oh ja, und hier ist Aonirs Gottstein in diesem Gebiet. Mein Bogen für die Rune! Was soll ich tun? Mein Bogen für die Rune. Was soll ich tun? Fort, fort mit euch. Geht weg. Fort, fort mit euch. Befehlt. Wehrt euch, Schwestern! Also hier unten können wir die Stellung noch sehr gut halten. Befehlt. Feinde! Zu den Bögen! Unsere Ressourcen sehen tipptopp aus. Und los! Sofort! Hier, den können wir, glaube ich, jetzt auch plündern. Das sollten wir auch mal machen. Ja. Wehrt euch, Schwestern! Thank you.
der Seite haben wir jetzt auf jeden Fall mal Ruhe. Oh, ein roter Waldling. Das war in seinem Maul. Hoffentlich war es sein Maul, nicht sein Magen. Es sind zu viele! Da sind sogar jetzt Steinlinge dazwischen, okay. Die Diener der Nacht sind hier! Von hier aus auch zu dem Zwerg runter. Ha. Sollten wir mal runter zu ihm Hallo sagen gehen. Ich gehe. Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Seid ihr Twalsnik? Ich hörte, ihr besitzt ein gutes Schild. Nein, tue ich nicht. Und wenn es so wäre, was geht es euch an? Ich habe ganz andere Probleme. Und die wären? Seit Tagen versuche ich, einen wirksamen Gifttrank zu brauen. Doch mir fehlen die wichtigsten Zutaten. Wenn ihr sie mir allerdings besorgen könntet... Nennt mir die Zutaten und ich werde sie euch bringen. Es sind 7 der stärksten Giftpilze. Schwefelkopf, Giftstacheling, roter Waldling, weißer Röhrling, gelber Speiling, Magenkrempling und Elfenspreizling. Magenkrempling, das finde ich super. Ich benötige Hilfe bei der Suche nach den Pilzen. Habt ihr überhaupt schon gesucht? Kommt erst wieder, wenn ihr mehr Pilze habt. Vielleicht werde ich euch dann helfen. Okay. Der Giftzwerg. Der Einsiedler Thorstig sucht auf dem Schwertfels nach Giftpilzen. Scheinbar will er einen starken Trank daraus bauen und bietet ein gutes Schild zum Tausch. Also ja, was haben wir denn schon? Weißen Röhrling, jede Menge. Elfenspreizling haben wir auch genug. Gelber Speiling, ja. Roter Waldling haben wir aus dem Dings, aus dem Minotauren. Und den Schwefelkopf haben wir ja aus dem ja, wo haben wir den gefunden? Keine Ahnung, ich glaube in den Windwaldbergen sogar schon. Gut. Ah, ihr schon. Nein, ich habe noch nicht alle Pilze, deswegen. Gehen wir jetzt erstmal nach hier. Ja. Die Diener der Nacht sind hier. Oh, da kommen schon wieder Trolle. Ja, das Trolllager hat jetzt auf jeden Fall auch einen Spawner. Ich weiß nicht, wann es den Spawner gekriegt hat, aber es hat den Spawner. Das heißt, wir gehen erst noch hier nach oben. Von hier aus haben wir nämlich die beste Aussicht. Wenn wir dann nachher das Spiel laden wieder und alles wieder schwarz ist,
So, speichern. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.